Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge City, Lego City Undercover. Ich war schon fast drauf und dran, City Skylines zu sagen. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Ja, willkommen bei City Skylines. Aber auch ein tolles Spiel. Wir bauen jetzt als erstes die Polizeistation. Das braucht ein bisschen, dafür brauchen wir ein bisschen Cash. Wir haben bisher nur ein paar Millionen und ja, das reicht noch. Hallo, Officer McCain. Habe Sie schon erwartet. Ich bin nicht Officer, ich bin... Sie haben also einen Gefangenen. Dachte, ich bin McCain. Ja, aber sicher doch. Nein, ich bin McCain. Allerdings ich bin Thaddäus. Ich die Sache wirklich Ärger kriegen, dann könnte ich bin Thaddäus. Ja, ich bin Thaddäus. Nehmen Sie die Kiste und folgen Sie mir. So ein Wichser, weißt du, mach das Ding hoch, nimm die Kiste, folgt mir. So. Mach mal. Ja, viel Spaß. Ich wusste, dass das kommt. Weißt du, mach du mal. Ich helf dir nicht. Sammel wenigstens das Geld ein. Ach du Schande. Sklave arbeite. Könnten Sie mir welche besorgen? Ja, erstmal mache ich seine Werkzeuge kaputt, das geht ja so nicht. Nein, ich arbeite nicht für dich. So, jetzt weiß ich noch, dass der eine Reifen. Ne, weiß ich nicht mehr, wo war der? Der war hier irgendwie unten gewesen. War der unten? Sicher? Ne, der war hier oben. Hier oben war ein Reifen. Nein, der war nicht oben. Doch, definitiv war hier ein Reifen. Ich sehe ihn doch halt schon. Halt die Klappe! Das haben wir doch letztes Mal schon quasi gemacht. Das zieh ich jetzt. Halt die Klappe! Junge! Ey, naja, aber wir haben nicht alles gemacht. Ein Reifen fehlte. Ja, richtig, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß, wo wir den herkriegen. Lüge. Ja, ich wo gedenkst du Lüge er sein? Sag ich dir nicht. Du Hund! Du bist aber schon eigentlich ziemlich nah dran, glaube ich. Der ist hier safe nicht. Warum sollte der hier sein? Kennst du das? Kennst du diesen Gimmick, was man alles angelt? Diesen Gimmick sage ich schon, also dieser. Was man alles angeln könnte? Dass da ab und an ein Reifen oder ein Schuh mit auftaucht? Kann man denn angeln? Ich weiß nicht, geh einfach mal irgendwie zum Strand. Man kann nicht angeln. Irgendwo kann man ja mit Sicherheit angeln. Kann nicht angeln. Alter, ich guck das gleich, man kann angeln. Guck mal, da man kann safe nicht angeln. Junge, ich zeig dir. Warum sollte man angeln können? Junge, ich klatsch dir gleich eine. Warum sollte man nicht angeln können, ne? Wir sind hier gerade ein Gangster, der als verkleideter Polizist, eigentlich auch als normaler Typ und als, was hatten wir jetzt gerade eigentlich noch? Was ist denn das letzte? Drum läuft. Wir sind doch noch mehr. Ach, als Minenarbeiter. Und als Kung-Fu-Kämpfer. Ja, nee, das ist mein normaler Ausdruck. Oh, ist ja schließlich kein Einrad. Siehst du? Man kann nicht angeln, du Hund. Ich zeig dir mal, wie man angelt. Ich klatsche gerne. Hallo? Klatsch gleich zurück, aber kein Beifall. Hat er nicht gesagt. Doch, hat er gesagt. So, siehst du, was man hier bauen kann? Siehst du das? Warum war das nicht schon vorher? Ja, weil ich das kaputt geschlagen habe und das war jetzt schon. Also angel ich jetzt. Jetzt geh weg. Ich kann sehen, was ich angel. Ah! Habe ich jetzt was geangelt? Ne, ich glaube, ich habe 1 gedrückt. Alter! Ich habe nichts gemacht, du wurdest vom Hai gefressen, nicht von mir. Du hast mich reingeschubst! Ich habe nichts gemacht! Du hast mich reingeschubst, deswegen bin ich auch erst gefressen worden. Nein, ich habe mal nichts gemacht, ich weiß nicht mal, wie ich angel. Ich merke das schon, du da steht halt nichts. Er hört immer nur einfach auf. Ah, du musst lange warten, jetzt verstehe ich's. Okay, jetzt habe ich's. Ha, siehst du? Ich bin so gut. Okay, jetzt mach hin. Hier, ich brech mal kurz Sachen auf. Als wenn der Reifen so schwer wäre, Alter. Ja, was für eine Lusche. Also ein Auto, einer gut, vielleicht ein bisschen. Das sind aber Motorradreifen, die sind allgemein schwerer. Motorräder sind ja eh sowieso super schwer, weißt du ja. Oh, wir können was suchen. Ich wette, ich weiß, wonach wir suchen. Du hast mich verstanden. So, wohin könnte es bloß gehen? Und wieso laufen alle Leute nicht schleichen? Das habe ich schon mal gemacht. Ich weiß, ich glaube, das habe ich gemacht. Das ist du warst der Meinung, ey, guck mal, ich wette, ich weiß, wo es hingeht. Nee, das war woanders, aber das haben wir trotzdem schon gemacht. Das passiert öfter. Aber ist ja egal, wir haben Geld. Klack. Oh. Ich bin gleich da! Sehr gut. Oh, du bist ja schneller, als ich erwartet hatte. Ich hab gehofft, ich hätte mehr Zeit. Zwei haben wir jetzt noch... Moment, ich dachte an ein Dreirad. Sieht richtig nach was aus. Ob es auch verkehrstauglich ist? Gibt wohl nur einen Weg, das herauszufinden. Ich fahre! Eine Runde damit drehen. Einmal Cherry Tree Hills, Auburn Docks. Wieso du? Zurück. Weil ich es kann. Ja, aber ich kann schneller fahren als du. Nein. Doch, ich fahre nirgendwo gegen, anders als andere hier. Oh, rennen. Weißt du, wie man fährt? Mit 2. Wie geht das nochmal?
Wo ist denn der? Scheiße, da ist der Checkpoint. Oh Gott! Okay, okay, falsch rum. Wie ging das nochmal? Gib mal nochmal Gas. Achso, Moment. Ah, oh Gott! Was macht der? Dieser Hund? Was machen die? Siehst du, ich sag ja, ich bin schneller. Verdammt, wo ist das schon wieder? Ah, ich hasse das! Ich schieb das hin, Junge. Oh, fuck! Oh Gott! Okay, ich hab kein Nass mehr. Scheiße. Schneller, schneller. Direkt hinter dir. Ah, man kann den blauen Dinger wieder. Du machst dich kaputt! Nein, machst du nicht, Junge. Ich bin besser als du. Oh Gott. Ich flieg aber nicht so weit wie gehofft. Ich auch nicht. Oh, Polizei! Feuerwehr! Oh, ach, vier Handbremse. Ist das hier richtig? Richtig? Ich folge einfach nur dir. Ja, ja, die sind Checkpoints, Junge. Weg da! Meine Checkpoints. Oh Gott, Auto! Auto! Oh. Was? Ah! So, jetzt kriege ich dich, aber jetzt habe ich eine Abkürzung genommen. Huhu. Oh Gott! Ja, siehst du? Ich bin nicht cooler. Nee. Alter, ich gebe schon Turbo. Warum bist du da noch hinter mir? Weil Turbo genauso langsam ist. Ja, das stimmt aber. Da war ja was. Ach da, okay. Schaffen wir das? Ich glaube, wir sind aber gut in der Zeit. Scheiße, ich habe kein Turbo mehr. Lad auf, lad auf. nicht hier. Wohin? Hier lang. Hier, hier lang. Oh shit. Da lang. Scheiße. Oh Gott, falsch rum. Oh Gott. Nein, 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 nein. Ja. Hä, warum nimmt er den nicht? Weil ich cooler sein muss. Was? Der hat den Checkpoint nicht genommen. Ich kann nicht mehr zurück. Ich weiß nicht mehr, wie man zurückfährt. Da hat er ihn, jetzt hat er ihn, jetzt hat er ihn. Ist okay. Ah, weiß ich auch nicht. Wusstest du letztes Mal auch nicht. Ja, gut, dann warte ich jetzt. Echt? Dann find doch mal die Taste raus. Ich weiß es nicht. Find doch die Taste einfach raus. Du hast doch jetzt ein bisschen Zeit. Das geht nicht. Oh fuck, ich hab den Checkpoint vergessen. Jetzt laggt es. Das Spiel steht. Das Spiel ist aus. Hast du zufällig Alt F4 gedrückt? Nee, hab ich nicht, aber warum ist das passiert? Ich weiß es nicht. Das macht mich ein bisschen fertig. Oh, wie geil. Ich mach mal eben noch Pause. Oh. Ja, die Aufnahme läuft aber noch, das ist doch das Gute. Ja, muss so sein. Ich würde mich aber trotzdem freuen, wenn du dich daran erinnerst, das Steam vielleicht irgendwie zu überdecken. Ich weiß nicht, ob man da irgendwas Privates sehen kann. Bestimmt nicht. Ey, wir sind aber schon weiter, wir sind bei 9,3%, das heißt, irgendwas hat er übernommen. Naja, jetzt müssen wir das ganze Rennen nochmal machen. Ja, aber diesmal musst du nicht in Territory Hills. Diesmal kommst du, glaube ich, nicht in das Problem, dass du rückwärts fahren musst, wie hoffentlich. Oder du weißt jetzt langsam, wie man es macht. Ich weiß nicht, wie man rückwärts fährt, Mann! Womit fährt man denn vorwärts? Hä, wo sind wir denn jetzt schon wieder? Hey! Lass mich doch bitte mitspielen! Hey! Fuck! Mann! Welche Taste ist das? Nur so als Frage. Ich frage meinen Freund. Du auch? Ja. Oh, da ist es. War sehr gut. Los geht's! Jetzt, warum renne ich überhaupt mit? Steht, jetzt fahr. Okay. Geht nicht los. Warum ging das denn nicht los? Ich glaube, das gedrückt halt zählt nicht. Du musst es neu ansetzen. Aus dem Weg, Leute! Nein, Folge, es macht aber echt keinen Unterschied, ob wir jetzt ja, ja. oder ohne fahren, zählt ey. Das? Zählt das? Kann man das zählen? Ey, die scheiß Feuerwehr! Oh, doch, ja. Das hab ich überhört. Oh, krass, wie ich da durchgeschlängelt habe, Junge. Oh, ja, krass, ich auch. Oh, diese die geile Mucke dazu, weißt du, dieses Gefühl von Geschwindigkeit gerade? Oh, nee! Das schaffst du schon. Oh Gott. Wir haben es bald geschafft. Hier lang, oder? Ja, hier lang. Oh Gott. Geschafft gerade so. Huh.
Ich weiß nicht, ob ich noch ein oder ob ich noch viele Leben habe. Weil das eine pocht noch und das andere nicht mehr. Aber das eine pocht noch oder das andere? Ja, bei mir pocht noch ein Herz, weißt du? Das eine macht und das andere so nicht. Aber es sind doch alle da. Das war ein MG, das ist was anderes. Alles kaputt. Au! 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 Fährst du alle Leute über gerade? Ja. Ich hab noch dieses wahnsinnige Gefühl von Speed. Weißt du, aber das ist so schön, wie man mit Animationen einfach das Gefühl von Geschwindigkeit verändern kann, indem man das Auto so ein bisschen rauszoomen lässt und so. Vor allem, ich war einfach auf der falschen Straße. Die ganze Zeit. Vielleicht kommst du mir ja trotzdem irgendwann hinterher. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich tue. Ich fahre hier gerade irgendwelche schlimmen Wege. Oh Gott, Gott, Gott. Ah! Yay, okay, wir haben es gleich geschafft. Also ich habe es gleich geschafft. Bei mir das Ding hat irgendwann anders angezeigt. Hey, ja, über. Ich glaube, das ist noch alles dran. Der kürzeste Wie Weg. Abgemacht. Der Gefangenentransporter steht dort drinnen. Wo kommst du her? Wo ist das zweite Motorrad hin? Ich hab's verschluckt. Du musst die richtigen Fragen stellen. Das ist mein Auto. Das ist übrigens nicht das Motorrad. Das war keine Frage. Gut, du nimmst den Gefangenentransport. Wo ist das Auto? Ich will zum Auto. Oh. Das finde ich auch nicht schlecht, wie das aussieht. Oh nö! Ja, also ich wünsche dir viel Spaß beim Auto. Warum kann man nicht einfach mit S rückwärts fahren? Das ist so lächerlich. Wie gesagt, das ist doch auf der alten PlayStation-Steuerung noch gemacht, wo du damals noch mit X Gas gegeben hast bei Spielen. Und Kreis oder das war rückwärts fahren. Ja, aber warum ändert man das nicht? Ja, weiß ich das doch nicht. Das ist eine Sache von 10 Minuten in der Programmierung, Alter. Es geht doch nur um eine fucking Tastenbelegung. Das siehst du jetzt falsch. Soll ich? Nein! Wie machst du die Sirene an? Aber hüpfen kann ich. Oh, ich kann mit 1 und mit 4 rückwärts fahren. Das ist interessant. Wie kannst du hüpfen? Wieso ist rückwärts fahren auf K? Oh, sorry. Mein Fehler. 6. 5. 0. Ah, da. Ich hüpfe. Muss ich dich begleiten? Oh Gott. Ich mach mein Auto gerade kaputt. Das ist nicht so cool. Du musst schnell mal rumfahren. Falsch. Was machst du denn da? Einfach generell alles umgehen, was da irgendwo steht. Oh nö! Diesmal kennst du die Taste ja. Irgendwie geht das doch. Ey, ich kann nicht rückwärts fahren. Du musst K. Jetzt ist rückwärts fahren auf K. Eben gerade war es auf J. Sicher? Ist deine Tastatur noch sicher. Ein? Oh, ich kann mir was bauen. Weiß ich nicht, kostet 20 Euro. Echt? Meine hat tatsächlich mehr gekostet. Aber meine hat auch 54 programmierbare Tasten. Ist eine fette Logitech gegönnt, oder? Ja, damals vor 5 Jahren bestimmt schon. Also es hat sich gelohnt, muss ich ja sagen. Bisher. Ich bin gleich hinter dir übrigens. Ich bin bestimmt schneller als du. Ich fahre die Menschen um. Ich fahre auch alles andere um, weil du kriegst manchmal Bonis, also Verdoppelungsbonis, dass du mehr Steine dadurch bekommst, weißt du? Oh, hab ich gerade! Ich auch, geil. Aber jetzt habe ich keine Laternen mehr. Deine Schuld. Wo kommen die denn her? Ja, die haben es gleich. Läuft der Timer noch? Hoffe. Ja, läuft noch. Der Timer läuft. Oh, ne! Und mich vorher auslachen, dass ich immer gegen alles gegenfahren würde, ne? Und dann sowas. Aus dem Weg, Freunde. Hier kommt Chase McCain, der, ich glaube, ich sehe dich da. Nee, ich glaube doch nicht, oder? Doch, bist du das? Doch, das bist du. Ich sehe da Nitro. Kann ich gar nicht sein. Doch, doch. Nein, nein. Quasi eingeholt. Nein, nein, ich kann es nicht sein. Du hast gerade ein Auto gefahren, das habe ich auch gesehen. Kann nicht sein. Geht sicher gut. Jetzt habe ich dich gleich. Wohin fahren wir eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich fahre einfach nur diesen Strich entlang. Hallo! Ja, da ist noch ein Polizeiauto, oder? Oder? Verdammt, jetzt hast du es auch kaputt gemacht. Jetzt nicht mehr. Mach mal schneller.
Räum dir den Weg frei. Warte auf mich. Wohin fährst du denn? Du musst. Hä? Wohin fährst du? Oh. Warum hat mir denn den anderen Weg angezeigt? Habe ich nicht. Ich bin aber langgefahren. Beide hat sich nicht. Die Strafe sitze ich doch auf einer Backe ab. Bei meinem Sitzfleisch. Hier der Papierkram. Mo de Luca werden wir wohl frühestens in 8 Jahren wiedersehen. Hallo Mo. Die Strafzettel machen's möglich. Und wieder einen eingebuchtet. Hi. Damit geht meine 36-jährige Karriere zu Ende. Ohne einen einzigen Fleck auf der Weste. Hey Pat, ich bin hier, um Mo de Luca abzuholen. Halt nur noch abhauen! Hast du falsch? Hä? Irgendwann hat er es doch falsch gezeigt, ne? Ja, hat er. Naja. Wir könnten also gern woanders hinfahren. Was? Junge, ich wusste doch, auf wen ihr es verlasst. Wie heißt du, Kleiner? Chase. Nie gehört, nie gesehen. Bring mich zum üblichen Versteck. Eigentlich arbeite ich für Chan Chuan, aber ich habe die Faxen dicke. Ich will für einen richtigen Kriminellen arbeiten. Also ich warte mal auf dich, ne? Mut hast. Mach das mal besser, Chase. Ist es. Ziederstraße, da ist das Versteck. Sie sind mir wohl auf die Schliche gekommen. Könnte holprig werden. Wenn mir dafür 8 Jahre Knast erspart bleiben, ist mir egal, wie holprig es wird. So weit? Oh, nö. Ja, aber hier sind ja doch keine. Diese, immer diese Rennen. Hallo, warum wechselt denn immer diese Spur? Warum ist der hier jetzt da? Auf der Verfolgungsjagdskala. Oh fuck. Schlecht, irgendwas ist hinter mir. Mach es putt. Ja, mach ich gerade. Oh Gott, das macht mich gleich kaputt. Das ist jetzt nicht das Ziel. Ich habe einen sehr coolen Motor. Bist ein guter Fahrer. Kann mein Herz wieder auf? Guter Fahrer? Ich nehme gerade alle Sachen auseinander hier rumstehen. Meint ihr auch mich? Nein, dich meint er garantiert nicht. Guck dir mal an, wie geil der Motor aussieht. Da werde ich glatt nostalgisch und muss daran denken, wie mich Jimmy Smerlex damals im Kofferraum über die Grenze gebracht hat. Die guten alten Zeiten. Ich krieg ja gerade zu heulen. Der freut sich total, dass wir ihm helfen. Ja, da ist, hat der Rot nicht gerade angefahren? Nee. Ich fahre nur alles und jeden an. Ach so, okay. Klar hätte ich mir auch einen Anwalt nehmen können, anstatt mich selbst zu verteidigen. Und ja, ich habe den Richter beschimpft. Oh, du Lümmel, Alter! Sorry, ich hatte keine Kontrolle, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich wollte da rüberspringen. Ja, es tut mir leid, ich hatte keine Kontrolle. Oh Gott, hi! Vielleicht kann ich arrangieren. Ich helf dir! Ja alles klar. Ich helf dir! Du wirst etwas ganz Ausgefallenes für mich erledigen müssen, damit ihr mir vertraut. Oh, warte, was? Wie geil! Ich bin der Schwan! Ich helf dir! Oh Gott, das wusste ich nicht, dass das geht! Warte, ich helf dir! Hier! Du musst mit dem Auto dagegen fahren. Ich hab gedacht, ich kann nicht wegrutschen. Jetzt haben wir ein Problem. Warte, hallo, die Zeit rennt. Die Zeit rennt. Was ist denn für eine Zeit? Fahr. Junge, warum fährst du so beschissen, dass du da... Immerhin, das sind ja keine Cops, ne? Oh. Och, Junge! Haben wir jetzt verloren? Ups. Aber die, gut, wir machen die Folge noch und dann können wir aufhören. Dann wird das eine lange Folge hier. Hey, alles klar da hinten, Mr. De Luca? Diese lange Folge. Wir sind jetzt quasi am Ende angekommen. Nein. Noch 20 Minuten. Wie Sie wollen, aber ich arbeite nicht. Nein. Gefängnis. Doch. Nein! Oh, doch. Junge, nee, aus dem einfachen Grund, weil es mindestens 5 Minuten Crap waren. Chase. Ja, aber das habe ich schon nicht mit reingezählt. Nein, mindestens 5 Minuten Crap. Eigentlich arbeite ich für Chan Chuan, aber ich habe die Faxen dicke. Ich will für einen richtigen Kriminellen arbeiten. Deshalb deine Folgen sind crappy, hast du gerade selbst gesagt. Gut, mein Fehler. Deine Folgen sind crap. Das ist deine Folgen. Meine sind cool. Du hast gerade gesagt, die waren crappy. Deine sind immer crappy. Trust diese crappy? Ich mach dich gleich kaputt, Junge. Was? Der Clown, Junge. Alter, du gehst kaputt, wenn du das machst, ne?
Du bist gegen mich gefahren. Du bist gerade nach rechts ausgeschert. Ja, aber ich habe jetzt nicht mit den Gedanken gespielt, dich zu treffen. Da warst du plötzlich neben mir. Ja, ja, genau. Ich beschütze dich jetzt nicht mehr vor dem Auto, was da hinter dir fährt. Nee, ohne Witz. Wie mache ich überhaupt mein Blaulicht an? Oh, das ist... Wann? Hallo? Entschuldige, Enter. Nein. Okay, so. Mir ist schon klar, warum Chef dir mal für hat. Das Auto geht kaputt. Oder auch noch ein Auto. Uff. Was sind denn die Autos? Was sind die Autos? Ich fahr ruhig weiter. Haben wir einen Griff. Ich aber echt nicht wegkomme. Ich geb nicht mal Vollgas, ne? Einfach gar nicht. Ich muss mich jetzt, ich drücke ab und an mal aufs Gaspedal. Hier, fahr hier rüber. Links. Dann halt nicht. Oh lol! So schnell war mein Auto noch nie kaputt. Kaum zu glauben, dass sie mich wegen ein paar Knöllchen 8 Jahre lang wegsperren wollen. Hui! Ich mir auch ein Anwalt nehmen können, anstatt mich selbst zu verteidigen. Wir sind Du oh, nicht schon wieder! Ja. Ich kann nicht. Du musst fahren. Du musst fahren. Zwischen uns beiden ist alles klar. Ich kann nicht. Aber für Winnie, bist du noch ein Niemand. Du musst etwas ganz Ausgefallenes erledigen müssen, damit. Ich sag jetzt Tschüss für Marc. Macht's gut. Bis zu meiner Folge. Wollen wir tauschen? Nein. Sicher, das können wir die Folge jetzt nicht fliegend beenden? Du weißt, so nach Verfolgungsjagd, so mit Tschüss. Und das war's mit dieser Folge! Lego City Undercover! Schaut beim Moritz vorbei! Link ist in der Videobeschreibung und nächste Folge geht in voller Action bei ihm weiter. Haut rein und bis zum nächsten Mal! Ciao! Tschüss!